Erstmal, falls ihr nicht als Wissenschaftsfans, sondern als Fußballfans hier seid, ich werde mit diesem Video Fußball zerstören. Wissenschaftlich demolieren, würde ich gern sagen, wenn wissenschaftlich immer so differenziert wäre. Aber Fußballfans wird dieses Video nicht unbedingt gefallen. Und es ist auch kein Zufall, dass es gerade jetzt kommt, denn gerade eben hat mir Jochen Breyer das hier geschickt. Ja, liebe Mai, das ist total spannend. Ich habe exklusiv und vertraulich nur für dich die... Ach sorry, ich merke gerade, wir brauchen das alles gar nicht. Es ist hierfür ganz egal, was gerade bei der EM passiert. Ich will nur die aktuelle Aufmerksamkeit für Fußball nutzen, um auf ein wichtiges Public Health Thema hinzuweisen, das zwar immer wieder diskutiert wird, dabei aber total oft missverstanden wird, das nicht nur den Profifußball betrifft, sondern alle Erwachsenen und Kinder, die in ihrer Freizeit Fußball spielen. Und zwar, warum Kopfbälle, ganz normale Kopfbälle, bei denen sich niemand verletzt, niemand blutet, bei denen niemand seine Erinnerung verliert, scheinbar harmlose Kopfbälle, das Risiko für eine Hirnkrankheit namens chronische traumatische Enzephalopathie erhöhen könnten. Ich weiß, das macht gute Laune, aber dafür seid ihr ja hier, also holt euch einen Tee oder ein isotonisches Sportgetränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Also, bei der letzten WM hatte ich das Thema Kopfverletzungen und Fußball schon mal. Heute will ich einen bestimmten Fokus legen, weil ich fürchte, dass viele das immer noch nicht auf dem Schirm haben. Aber fangen wir wie immer vorne an, bei dem Gehirn. So sitzt es in eurem Schädel wie so ein wackeliger Wackelpudding. Und bei jedem Schritt, den ihr macht, wackelt es da oben so ein bisschen hin und her. Und manchmal ist es ein Problem, dass dieses wobbelige Gehirn in einen so harten Schädel eingepackt ist. Also natürlich ist der Schädel erstmal essentiell, um das Hirn zu schützen, zumal es auch das wichtigste Organ ist, wie ich finde. Also ich bin Team Hirn. Ich verstehe auch nicht, warum alle so obsessed sind mit dem Herz. Egal, das Hirn ist jedenfalls gut vom Schädel geschützt. Kein anderes Organ ist ja quasi komplett in Knochen eingepackt. Wenn jetzt aber zwei Köpfe mit Schmackes gegeneinander knallen, dann knallt es ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben zur Visualisierung, aber letztendlich ist es so, das weiche Gehirn knallt gegen die harte Schädeldecke, was zu Gedächtnisverlust und Bewusstlosigkeit führen kann. Dabei können einzelne Hirnzellen verletzt werden, vor allem an der Hirnrinde, also im äußeren Teil des Gehirns, das in Kontakt zum Schädel ist. So können Schwellungen, kleine Risse und Blutungen entstehen. Und da im Schädel nicht so viel Platz ist, ist das ein Problem. Das Blut kann nicht abfließen und dadurch, genauso wie durch Schwellungen, können Hirnteile gequetscht werden und es kann zu Ausfällen des Gehirns kommen. Schwindel, Übelkeit, im Extremfall kann man sogar sterben. Gut, dass Gehirnerschütterungen gefährlich sind, ist wenigstens allgemein bekannt und anerkannt. Blöd ist nur, wenn die Betroffenen zum Beispiel nicht merken, dass sie eine haben, was nicht selten ist. Siehe Christoph Kramer, der sich an sein WM-Finale nur teilweise erinnern kann. Und selbst wenn man sie bemerkt, werden Kopfverletzungen im Profisport, auch im Fußball, in meinen Augen oft nicht ernst genug genommen. Jetzt hier wieder beim WM-Spiel Italien-Albanien gab es die Situation, Freistoß für Albanien, italienischer Verteidiger köpft den Ball weg, liegt danach auf dem Boden und wird kurz gekühlt und weiter geht's. Das Problem heißt Kopfball. Nur will ich hier eben nicht über die Kopfwelle sprechen, bei denen man sich verletzt und dann wenigstens weiß, dass man sich verletzt hat, sondern, warte, das war jetzt gerade harmlos, vor allem wenn man es so macht wie ich, aber mein Gehirn wurde gerade ein bisschen durchgewackelt. Wenn es über einen langen Zeitraum immer wieder passiert und das Hirn über einen langen Zeitraum immer wieder ein bisschen zu arg durchgewackelt wird, kann das schwere Folgen haben. Zumindest erhärtet sich da seit einigen Jahren ein Verdacht, der auf neueren Studien basiert, zum Beispiel auf der sogenannten Field-Studie. FIELD steht für Football's Influence on Lifelong Health and Dementia Risk, also der Einfluss von Fußball auf lebenslange Gesundheit und Demenzrisiko. Genauer gesagt gibt es nicht nur eine FIELD-Studie, zu dieser FIELD-Untersuchung gehören mehrere Studien. Zum Beispiel eine, in der rund 7700 männliche Ex-Profi-Fußballer aus einer schottischen Datenbank untersucht wurden. Jedem Fußballer wurden via Computer drei demografisch vergleichbare Nicht-Fußballer zugeordnet. Die waren dann eine Kontrollgruppe von rund 23.000 Männern. Beim Vergleich von Ex-Fußballprofis und Nicht-Fußballern hat man verschiedene Sachen festgestellt, also die ganze Studie zum selber reinschauen ist wie immer unten verlinkt. Ich werde mich hier jetzt mal auf die Ergebnisse konzentrieren mit dem größten Wow, nämlich Ex-Fußballprofis hatten im Vergleich zu Nicht-Fußballern ein deutlich erhöhtes Risiko, an neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer oder Parkinson zu sterben. Ganz kurz zur Demenz und Alzheimer, zum Vokabular. Alzheimer ist eine Form von Demenz.
Im Alltag spricht man aber oft einfach nur von Alzheimer und Demenz, anstatt zu sagen Alzheimer-Demenz und Nicht-Alzheimer-Demenz. Jedenfalls bei Alzheimer war die Risikoerhöhung bei dieser Field-Studie am auffälligsten. Die Ex-Profi-Fußballer starben 5-mal häufiger an Alzheimer als die Nicht-Fußballer. Dabei war es übrigens egal, zu welcher Zeit die Profis aktiv waren. Also der Fußball ist jetzt nicht mit der Zeit mehr oder weniger riskant geworden. Das Einzige, was zählte, war die Länge der Karriere. Also je länger professionell gekickt wurde, desto höher ist demnach das Risiko. 2021 gab es eine weitere Studie. Da wurden unterschiedliche Positionen auf dem Spielfeld verglichen. Hier die Schlüsselgrafik aus dem Paper. Und jetzt seht ihr, dass das Risiko bei Torwarten am wenigsten stark erhöht ist. Die haben ein 1,8-faches Risiko für neurodegenerative Erkrankungen im Vergleich zur Normalbevölkerung. Verteidiger haben das am stärksten erhöhte Risiko, und zwar ein fast 5-fach so hohes. Es ergibt durchaus Sinn. Kopfbälle kommen besonders häufig in Standardsituationen vor, also bei Ecken und Freistößen. Also man kann sagen, dass Kopfbälle zu den Hauptaufgaben der Verteidiger gehören. Okay, aber wie kann es überhaupt sein, dass so verhältnismäßig leichte Stöße gegen den Kopf mit einer so schwerwiegenden Krankheit wie Alzheimer zusammenhängen? Die Antwort lautet chronische traumatische Enzephalopathie. Kurz CTE. Dafür müssen wir jetzt mal tief ins Hirn reingucken, bis auf die Zellebene. Unsere Nervenzellen, auch Neuronen genannt, besitzen einen Zellkörper und einen langen, dünnen Fortsatz, auch Axon genannt, durch den Informationen zwischen Zellen weitergeleitet werden. Innerhalb dieses Fortsatzes befindet sich ein System aus winzigen Röhrchen namens Mikrotubuli. Und die werden stabilisiert durch Eiweißbausteine, die sogenannten Tau-Proteine. Und diese Tau-Proteine haben ein Problem damit, wenn man zu oft ein bisschen was zu fest gegen den Kopf bekommt, zum Beispiel durch Kopfbälle. Häufige Erschütterungen können dazu führen, dass sich die Tau-Proteine nicht mehr richtig falten und so die Mikrotubuli nicht mehr stabilisieren können. Man hat es mit einer sogenannten Tauopathie zu tun. Also CTE ist so eine Tauopathie. Tauopathie spielt auch eine Rolle bei Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Nur ist Tauopathie nicht ganz einfach festzustellen. Bei einem Hirnscan von einem lebendigen Menschen kann man die Tauproteine nicht sehen, die sind dann einfach zu klein. Man kann CTE, also nochmal, CTE steht für chronische traumatische Enzephalopathie, man kann CTE aber nach dem Tod feststellen durch Obduktion des Gehirns. In dieser Studie, die auch im Rahmen der Field-Untersuchung entstand, wurden die Gehirne von ehemaligen Profifußballern obduziert, die an Demenz verstorben waren. Und bei 5 von 7 Fällen wurde auch hier CTE festgestellt. Es scheint also eine sehr häufige Begleiterkrankung zu sein. Fassen wir zusammen. Willst du schonen dein Gehirn? Spiel den Ball nicht mit der Stirn. Side note an alle, die mich schon länger schauen, merkt ihr, wie sehr ich mir Mühe gebe und gar nicht mehr das hessische Gehirn sage? Also, auf die Gefahren, mich zu wiederholen, weil es mir wichtig, dass das sehr klar wird. Es geht hier nicht um Kopfbälle, die so starke Stöße sind, dass man sich offensichtlich verletzt. Es geht hier zum Beispiel um regelmäßiges Kopfballtraining, auch bei Kindern und Jugendlichen, das durch die einzeln vielleicht nicht so festen, aber dafür sehr vielen Stöße gegen den Kopf das Risiko für bestimmte Hirnkrankheiten im Alter erhöhen könnte. Und an alle, die glauben, Kopfbälle seien nur dann gefährlich, wenn man die Technik nicht richtig beherrsche, diese Daten beziehen sich ja auf Profis, die die Technik durchaus beherrschen und sehr oft anwenden. Pro Spiel köpft ein Spieler 6 bis 12 Mal. Kopfbälle gehören zum Fußball, wie der HSV zur zweiten Liga. Als Fußball-Noob habe ich mit Jochen Preyer gegengecheckt, der Witz ist immer noch aktuell. Aber mir geht es hier nicht nur um die Profis, es geht mir um Fußball als Hobby. Als Massenhobby. Der Deutsche Fußballbund ist mit seinen 7 Millionen Mitgliedern und 2,2 Millionen aktiven Fußballerinnen und Fußballern in knapp 25.000 Vereinen der größte Sportverband der Welt. Und bei diesen 2,2 Millionen Aktiven sind sowas wie Fußball-AGs oder Leute, die sich einfach privat zum Fußball treffen, ja noch nicht mit eingerechnet. Es sind also sehr viele Menschen, die Fußball spielen. Also Sport an sich reduziert das Demenzrisiko. Dass sich also Millionen Menschen in Deutschland beim Fußball austoben, ist erstmal super. Aber es ist ja fast schon tragisch, wenn regelmäßiges und langfristiges Kopfballspielen diese Benefits auffrisst und das Demenzrisiko unterm Strich dann sogar wieder erhöht. Und alles, was das Demenzrisiko noch weiter erhöht, können wir uns mit einem Blick auf unser Gesundheitssystem wirklich nicht erlauben. Unser Gesundheits- und Pflegesystem wird derzeit ohnehin schon von einer Demenzwelle überrollt.
Noch haben wir sehr beschränkte Möglichkeiten, mit der Krankheit therapeutisch umzugehen. Das Gute ist, dass im Fußball durchaus darauf reagiert wird. Sowohl international als auch in Deutschland werden neue Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Die Frage ist nur, ob die reichen. Der DFB hat jetzt zum Beispiel neue Spielformen für U6 bis U11 Kinderfußball eingeführt. Unter anderem sollen weniger Kinder gleichzeitig auf kleineren Feldern spielen und bei besonders kleinen Teams wird eingedribbelt oder gepasst statt Einwurf und Abstoß. Dadurch sollen Kopfbälle, Zitat, nahezu ausgeschlossen werden. Wenn das stimmt, warum Kopfbälle nicht einfach direkt verbieten? Ja, die Antwort auf die Frage ist gar nicht so trivial. Diese Forschung zu Kopfbällen und langfristigen Hirnschäden ist recht neu und es braucht unter anderem Langzeitstudien, die lange brauchen. Stand jetzt haben wir noch keine harten Fakten, sondern nur Hinweise auf einen Verdacht. Wenn der sich aber bestätigt, haben wir ein ernsthaftes Public Health Problem. Wie geht man also mit so einer potenziellen, aber noch nicht endgültig belegten Gefahr um? Reden wir mal übers Vorsorgeprinzip. Vorsorgeprinzip heißt, wenn der begründete Verdacht besteht, irgendetwas könnte gefährlich oder schädlich sein, vermeide ich es vorsorglich oder treffe Sicherheitsvorkehrungen, anstatt mich auf wird schon gut gehen zu verlassen. Nur manchmal wird das Vorsorgeprinzip falsch ausgelegt. Beim Thema grüne Gentechnik zum Beispiel habe ich das schon mal kritisiert. Die EU begründet nämlich ihre überstrengen Regularien für grüne Gentechnik mit Vorsorgeprinzip, obwohl nach jetzt 30 Jahren Sicherheitsforschung diese Strenge nicht mehr rational begründbar ist. Man muss Belege, die für Harmlosigkeit sprechen, halt auch akzeptieren. Das Vorsorgeprinzip ist nicht dafür da, neue Technologien zu blockieren. Und es ist auch nicht dafür da, Fußball stur zu schikanieren. Nur haben wir hier eben keine Langzeitstudien, die Entwarnung geben, sondern wissen bisher nur, wir sehen den Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen beim Vergleich von Fußballern mit Nicht-Fußballern, wir sehen CTE bei der Obduktion verstorbener Fußballer und wir kennen einen plausiblen Mechanismus, Stichwort Tau-Proteine, der das Ganze biomedizinisch erklärt. Das sind alles nur Hinweise, doch sie passen leider zusammen. Ist nur meine Meinung, müsste man ein Kopfballverbot mindestens mal ernsthaft diskutieren. Aber ich weiß, also ich gebe zu, ich weiß nichts, weil ich selten Fußball schaue, aber von Menschen, die es schauen oder spielen, weiß ich, dass Fußball ohne Kopfbälle durchaus weniger spektakulär wäre. Ich meine, ohne Kopfballtor wäre Deutschland 1980 und 96 nicht Europameister geworden. Habe ich mir sagen lassen. Ich persönlich bin ganz klar Team Hirn. Mir persönlich sind diese Daten bereits zu heikel für unsere wertvollsten Organe. Aber wie gesagt, ich habe da einen Bias. Das heißt, wenn ihr Wissenschafts- und Fußballfans seid und das anders seht, überzeugt mich gerne in den Kommentaren. Also auch hier will ich den wissenschaftlichen Spirit hochhalten und offen bleiben für neue Argumente. Nur ein Argument überzeugt mich schon mal nicht, das könnt ihr euch direkt sparen, nämlich das haben wir schon immer so gemacht. Dazu hänge ich euch einen meiner Lieblings-MyThinkX-Einspiele ans Ende dieses Videos. Ansonsten teilt das Video gerne. Hoffentlich bekommt dieses Thema durch die EM etwas mehr Aufmerksamkeit. Allein dafür hoffe ich, dass Deutschland so weit wie möglich kommt. Passt auf eure Hirne auf und bleibt sicher. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und Kopfbälle gehören zum Fußball wie das Schmiergeld zur FIFA. Das war schon immer so. Ole, 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 ole. Aber hat sich im Fußball gar nichts verändert? Nein! Doch, und zwar eine ganze Menge. Oh. Der moderne Fußball entstand erst 1863, als in einer Londoner Kneipe die Football Association gegründet wurde. Der erste Fußballverband der Welt. Ab jetzt gab es offiziell Regeln und natürlich auch Verbote. Buh, ihr macht unseren Fußball kaputt. Zum Beispiel wurden Schuhe mit herausstehenden Nägeln verboten. Ohne Nägel ist das nicht mehr mein Sport. Handspiel wurde in den 1870ern verboten. Wer das kontrolliert hat? Keine Ahnung. Schiedsrichter gab es nämlich erst grob 10 Jahre später. Seitdem haben aber Millionen von Fans ihnen netterweise dabei geholfen, ihr Auto wiederzufinden. Bäume auf dem Spielfeld wurden erst 1896 verboten. Sieht den Bäumen die Zähne aus. Die einzigen erlaubten Bäume auf dem Spielfeld sind seitdem Tanne Tarnath, Roman Bürki und Klaus Fichtel. Und bei Verstoß kommt Roman Weidenfeller. Ja, okay, für den Gag gebe ich mir selber gelb. Schiri, der hat schon gelb. Erst etwa 50 Jahre später, zur Saison 1948-49, wurden in Deutschland Rückennummern eingeführt. Und 1955 hat der DFB dann sogar Frauenfußball verboten. Ey, DFB. Und 1970 wieder erlaubt, weil die Frauen sie einfach nicht dran gehalten haben und trotzdem weitergespielt haben. Frauen! Gelbe und rote Karten gibt's auch erst seit den 70er Jahren. An alle Hunde unter den ZuschauerInnen, das ist die hellgraue Karte und die dunkelgraue Karte. Auch Elfmeterschießen gibt's erst seit den 70er Jahren. Vorher wurde der Gewinner bei Unentschieden einfach gelost.
Ist euch das lieber? Ach Mann, ist gut jetzt. Verwarf die Scheiße! Ich sag, wann gut ist. Während der Corona-Pandemie gab es gefühlt so viele Regeländerungen wie Virusvarianten. Zum Beispiel beim Handspiel oder bei Auswechslung. Aber klar, in Sachen Kopfball, da ändern wir nichts, weil das haben wir immer so gemacht.